Schokoladen stand. Ah, so ein schleifentastischer Tag. Es ist schön, hier einfach zu liegen und zu entspannen. Wisst ihr, was zu unserem Glück noch fehlt? Snacks. Wir brauchen was zu knabbern. Super Idee. Ich kümmere mich darum. Nein, ich mach das. Ich bestehe darauf. Ach, ist ja auch egal. Die hilfreichen Helfer, wir helfen immer gern. Hallo, Susi. Hallo, Mimi. Heute macht unsere Schule einen Jahrmarkt und ich habe mich für einen Stand gemeldet. Schön. Und was für einen Stand willst du machen? Essen oder Spiele? Keine Ahnung. Ich brauche die Hilfe der hilfreichen Helfer. Spar dir die Worte. Wir sind schon unterwegs. Oh, hallo, Pearl. Mini, ich brauche eure Hilfe. Meine Schule macht heute einen Jahrmarkt. Du hast dich freiwillig für einen Stand gemeldet und weißt nicht, was du machen sollst. Woher weißt du das? Na ja, Glückstreffer. Die hilfreichen Helfer, wir helfen immer. Hilfreiche Helfer, das ist der Notfall. Heute ist der Jahrmarkt und ich habe gesagt, ich mache einen Stand, aber ich weiß nicht, was für einen. Harry, Susie, Pearl, keine Sorge. Wir werden euch allen helfen. Danke, hilfreiche Helfer. Teilen wir uns auf. Ich kümmere mich um Susie. Ich helfe Pearl. Und ich helfe Elray. Hilfreiche Helfer sind immer da. Wir helfen dir, das ist ganz klar. Wir sind super tolle Jahrmarktshelfer. Tja, ich fürchte nur, dass dieses Lied keine Kunden anzieht. Weil so viele unsere Hilfe brauchen, habe ich Goofy und Donald gefragt, ob sie den hilfreichen Helfern zur Hand gehen können. Wow, hallo. Hast du wirklich Hand gesagt und nicht Flosse? Hallo Goofy, willst du schnorcheln gehen? Nicht ganz. Donald und ich helfen Buddy bei seinem Reinfallwasserbecken. Ich bin der, der ins Becken fällt, wenn es fertig ist. Hilfreiche Helfer, wir brauchen eure Hilfe. Schon geht's los. Und Elray, was willst du gerne machen? Wie wär's mit einem Spielestand? Welche Spiele magst du denn? Baseball und Bowling. Oh, dann werfen wir doch einfach mit einem Ball Blechbüchsen um. Genau das ist es. Ich liebe dieses Spiel. Mini, ich weiß nicht, was für einen Stand ich machen soll. Einen Spielestand oder einen Stand für Leckereien? Naja, es ist ein warmer Tag. Die Leute werden sicher Durst haben. Das ist es. Super Idee, Susie. Na gut, wir spannen ein langes Seil bis nach Paris. Oder was mit Wasser? Wildwasserkanu. Sollte es nicht, naja, etwas Einfacheres sein? Einfach ist zu einfach. Wir brauchen etwas Großes, Pearl. Etwas Riesiges. Von den vielen Reden habe ich Durst bekommen. Du hast Durst? Warte, ich habe eine Idee. Wir können doch nicht dasselbe machen und dann noch direkt nebeneinander. So wissen die Leute nicht, was sie nehmen sollen. Och, Mann. Dann muss eine von uns was anderes machen. Nicht so schnell, kleine Schwester. Du hast doch die Zitronen nicht umsonst ausgequetscht. Aber ich habe schon dieses Schild gemalt. Jetzt streitet euch bitte nicht, Freunde. Es werden viele durstige Kunden kommen. Warum nicht zwei Limonadenstände? Legen wir los! Das sieht lecker aus, aber am liebsten mag ich Erdbeerlimonade. Na, dann bieten wir doch beides an. Normal- und Erdbeergeschmack. Das ist eine tolle Idee. Ja, das ist nicht richtig. Dein Stück ist verkehrt herum. Ich glaube, die Aufbauanleitung ist in Schwedisch oder Italienisch. Sehr schöne Limonadenstände, meine Damen. Aber die Jungs könnten etwas Hilfe gebrauchen. Dann helfen wir ihnen. Ja, nicht schön. Wir sind gleich zurück. Wow, 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 was machst du da? Naja, Susie liebt Erdbeerlimonade. Also bieten wir zwei Sorten an, Zitronen- und Erdbeergeschmack. Oh, das klingt wirklich köstlich. Wenn Minnie und Susie einen extra Geschmack anbieten, dann werden Pearl und ich einen extra, extra Geschmack zaubern. Oh, ist das Blaubeer- und Himbeerlimonade? Yep. Ich nenne es Himblaubeer Energy Drink. Wir bieten einen Mix von Geschmacksrichtungen an für diejenigen, die es, wie soll ich sagen, doppelt köstlich lieben. Super Idee. Oh, Susie und ich müssen auch was extra Besonderes anbieten. Ich will nicht, dass sie enttäuscht ist wegen unserer langweiligen Limonade. Oh, da fällt mir was ein. Dieser Stand sieht auch furchtbar langweilig aus. Vielleicht kann ich ihn ein kleines bisschen aufpeppen. Oh.
Immer wenn ich den Ball werfen will, fallen die Blechbüchsen von allein um. Wer hätte gedacht, dass das Büchsenaufstellen so schwer ist? Vielleicht brauchen wir ja andere Büchsen. Versuch's weiter, Junge. Irgendwas wird schon klappen. Alles klar, Goofy. Pearl und ich haben die Teile zusammengefügt. Danke für eure hilfreiche Hilfe, meine Damen. So, das müsste reichen. Sehen wir uns mal die andere Seite an. Sind diese Löcher nicht ein Problem, Donald? Donald! Ich weiß, Buddy. Ich bin beschäftigt. Gut gemacht, vielen Dank. Und jetzt füllen wir das Becken mit Wasser. Ha? Oh, Limonadenschleifen. Wie süß. Ja, nicht wahr? Mann, oh Mann, das Becken ist fast voll. Ich kann's kaum erwarten, reinzuspringen. Als ich dich rauszuwerfen. Oh, was mach ich bloß? Upsi. Yikes. Wow. Was ist passiert? Wow, na sowas. Eine Pyramide. Das ist die Form, die alle Büchsen zusammenhält. Wuhu! Es funktioniert! Noch ein paar Drehungen und jeder Kunde hat eine Freifahrt. Oh, Pearl wird es lieben. Noch ein paar Handgriffe und zu jedem Glas Limonade gibt es eine freie Rutschfahrt. Oh, Susi wird es lieben. Warte, was? Du denkst wohl, du kannst mich limonadenmäßig austricksen, was? Na, das werden wir ja sehen. Zu viele Löcher! Ich weiß was! Kaugummi! Damit stopfen wir die Löcher. Fangt an zu kauen. Es funktioniert! Das sieht ja toll aus, Buddy. Macht euch bereit, denn der Jahrmarkt wird gleich aufmachen. Pearl, wir müssen zurück zu unseren Limonadenständen. Hurra! Wir haben es geschafft! Was ist denn hier passiert? Juhu! Das macht Spaß! Wo ist denn mein Schild hin? Daisy, ist das Limonade? Das ist viel besser als Limonade. Das sind viele Geschmacksrichtungen. Willst du mal kosten? Nein, danke. Ich mag's lieber ganz normal. Das verstehe ich nicht. Mein Stand war so, wie ich ihn wollte, als wir zu Elray gegangen sind. Igitt. Ich weiß gar nicht, ob das Limonade ist. Igitt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Daisy, ich glaube, wir haben es etwas übertrieben. Oh, tut mir leid. Oh, Mädels, Daisy und ich, na ja, manchmal, wenn wir sehr aufgeregt sind, versuchen wir gegenseitig besser zu sein als die andere, wisst ihr? Oh, und diesmal haben wir es wirklich richtig vermasselt. Oh. Wir hätten mehr daran denken sollen, was ihr beide wollt. Tut uns ganz doll leid, dass wir euch enttäuscht haben. Naja, einiges davon ist ziemlich cool. Ja, ich würde gerne mal die Limonadenrutsche ausprobieren. Ich auch. Das ist es. Legen wir doch unsere Stände zusammen. Ja, dann macht alles noch viel mehr Spaß. Toll. Ja. Volltreffer. Bereit! Vortreffer! Ja, Entschuldigung! Was ist das auf Wasser? Einmal normale Limonade, bitte! Ja, kommt sofort! Hier, bitte! Ich hätte gern Erdbeer. Ist mir ein Vergnügen! Schmeckt wunderbar! Für dich auch! Dann viel Spaß, Bürgermeister! Unser Limonadenstand ist ein voller Erfolg! Ja, der nächste! Deine Bällebad-Rutsche
Rutsche ist ein voller Erfolg. Genau wie dein Karussell. Oh ja, ich liebe es. Das hast du wirklich toll gemacht. Nein, du. Schau Mickey Maus kunterbunte Abenteuer im Disney Channel.